Freunde, ich sag euch, diese Challenge ist härter als erwartet. Die Survivor werden besser, Freddy gibt sein Bestes und die anderen Killer sind mehr Kanonenfutter als alles andere. Gerade die letzte Runde ist ein kleines Trauerspiel gewesen. Aber wenn du sehen willst, was dort passiert ist, musst du bis zum Ende dranbleiben. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß mit der zweiten Folge der Hardcore Killer Challenge. Let's go! Ja, Optimus Prime, Junge. Der Jake müssen wir... Oh, der Jake ist unsere... Okay, wir kicken den Gen gleich mal, damit wir nicht den ersten direkt verlieren, weil das macht nämlich nicht so viel Sinn. Der wirklich, das bringt ihm was? Warum deadzoned man sich selber? Verstehe ich nicht. Oh, Michaela, du wirst jetzt eine von Schädel kriegen. Geh doch weg von dem Fenster! Geh doch weg da! Oh mein Gott! Wie kann man, wieso kann man denn das nicht? Das weiß man doch! Das weiß man doch! Okay, hier haben wir mehrere. Oh ne, das ist ja wieder die Mika. Die wollen wir ja. Das war jetzt nicht der Plan, wa? Ich weiß, dass die vorher, die will jetzt hier zu der Palette kommen. Zum Droppen. Nee. Instant aufheben. Wir wollen ja auch eine Herausforderung haben. Oh, Kate. Mrs. Danson? Bleiben Sie mal bitte stehen. Okay. Ja, wir haben vier Hooks. Wir brauchen den Comeback jetzt. Also entweder brauchen wir den Comeback oder wir verlieren Freddy. Ist nicht so geil für dich, ne? Wir springen runter. Ey, what the fuck, wie schnell ist der? Funktioniert aber auch immer wieder, ne? Mit den Paletten und was weiß ich hier noch. Es wird schwierig, die Runde zu gewinnen. Hier haben wir die Mika. Okay, hinter it. Beziehungsweise ist sie jetzt langsamer. Das war jetzt auch nicht so der Burner für sie, glaube ich. Okay, vielleicht können wir die Runde noch holen. Vielleicht können wir die noch retten. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Nein, nein. Die Mac holen wir uns jetzt. Den Hit kriegt sie. Okay. Okay, das ist nochmal ein wichtiger Down, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein Problem. Wir lassen den Gen jetzt aber mal ganz kurz außer Sicht hier. Ja, okay, der Jake ist raus. Das ist gut. Der Jake müsste Deadhook sein, ne? Das Ding ist halt, solange die Palette hier nicht droppt, habe ich keine Chance, gegen die hier zu loopen. Es geht doch. Okay. Sie wird weiterhin probieren, hier rum zu loopen. Okay, das war jetzt natürlich nicht so geil von ihr. Okay, wait a minute, aufheben. Jetzt wird's wichtig. Okay, einmal hinhängen. Es tut mir super leid für die, ne? Die macht das immer wieder, ne? Die macht immer wieder denselben Fehler. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir die... Und... Jetzt, okay. Das ist jetzt gut für uns. Das tut mir leid, nein. Heute nicht. Not today. Siehst du, das tut mir super leid, aber nein. Ey, die Runde habe ich aber gerade noch so gerettet, Junge. Holy moly.
Also die letzte Runde jetzt war echt knapp. Ach, schon wieder eine Indoor-Map. Aber obwohl, die hatten wir vorhin, war auch eine sehr, sehr gute Runde. War auf jeden Fall sehr, sehr cool gerade. Oh. Hallo, Tixor. Hi. Wait. Ah, okay. Keine Flash? Okay, ich wollte gerade sagen, ja, okay, Flash. Ja, ist okay. Ich finde. Also gerade als Killer. Mache ich das hier, mache ich so extrem oft. Das hat bei eurer Mika ganz gut funktioniert. Ah, war daneben. Ja. Der könnte uns vielleicht ein bisschen die Runde versauen. Wenn er... Okay, ja, nee, gut, das war klar. Ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das funktioniert allgemein sehr, sehr gut bei Survivern. So ein bisschen Mindgaming ist eigentlich immer ganz gut. Es klappt nicht jedes Mal. Okay. Oh nein, ich habe gedacht, ich krieg das hin. Okay, wir machen hier Traumstängel rein, damit sie das Ding gar nicht erst droppt. Aber ich glaube, ich bin auch zu langsam dafür jetzt, oder? Okay, noch ein Gen verloren. Yep, okay, das wird... Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich die Runde retten kann. What? Das funktioniert auch immer. Es ist irgendwie so, wenn Survivor... Ich meine, ich spiele selber Survivor. Wenn man sich da so ganz komisch in die Pallets stellt, manchmal droppst du die halt einfach nicht, weil einfach das gar nicht angezeigt wird. Oder hast du als Killer einfach einen riesengroßen Vorteil. Was macht sie hier? Ja, das ist manchmal ein bisschen weird. Du auch? Ach, du wolltest unbedingt... Wo kommt sie denn plötzlich her? What the fuck? Oh, hi, Nancy. Mrs. Wheeler, bleiben Sie bitte stehen. Dankeschön. What? Wie kann man da vorbeischlagen? Luna, dankeschön für dein Follow. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Okay, das hat sich schlau gemacht. Aber warum hat die... Ich muss das mal noch ändern mit der Factory. Ich lasse mir schon wieder viel zu viel Zeit von der rauben. Michaela, komm mal her. Ich will dich kurz mitnehmen. Ist auch witzig, dass eine Nancy vor mir wegrennt. Macht sie das? Ja, sie geht wieder hier drum rum. Aber warte, wir gehen... Das wird nichts. Die Runde ist verloren. Wenn ich das jetzt nicht richtig spiele, ist die Runde durch. Das hat also, ich hab das mit Freddy okay gespielt. Jetzt die letzten Runden waren schon sehr gut. Nein! Oh, jetzt haben wir natürlich... Okay. Weg da. Die spielen halt echt strong hier, ne? Das muss man denn echt lassen. Ist er nicht... Nancy hat noch nicht gehangen, ne? Kommt er zur richtigen Zeit? Nein, kommt er natürlich nicht. Oh, Baby Boy. Bloodwarden! Stimmt, die kommen nicht raus! Die kommen ja gar nicht raus. Ich habe ja Bloodwarden dabei. Nancy, nein, bitte. Oh. Ist okay. Geht raus. Ist okay. Ein Herz für Freddy. Er hat es geschafft, uns fast bis Bronze zu bringen, ne? Also, wir haben fast Bronze erreicht mit ihm. Lasst uns jetzt gute Runden mit dem Trapper haben, bitte. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Guckt mal meine geile Dings an. Fühlst du dich gerade witzig, Sable? Okay, Sable fühlt sich witzig. Ich weiß nicht wieso. Flashlight? Ja. Da irgendwie viel mit zu machen, ist halt auch doof. In dem Moment, ne? Ich hab dich gesehen, Sable. Du brauchst gar nicht dich zu verstecken. Ey,
Man Danger, alles klar. Was macht ihr denn? Ah, oh, die hat die S dabei, deswegen hat die das gemacht, okay. Guck mal, die Yui ein bisschen ärgern. Okay, wartet. Die Sable mache ich jetzt mit Absicht weg. Shit. Ja, wie gesagt, wenn du deinen PC selber zusammenbaust, hast du da nur auf die Teile-Garantie. Und das ist halt schwierig, ne? Das Schöne ist halt, ihr könnt halt mit Trapper sehr gut, wirklich sehr, sehr gut diese Loops abdecken und alles. Ich mag Trapper in der Hinsicht sehr gerne. Och, Leute. Hi. Okay, ich glaube, sie müsste... aufheben. Was ist denn das mit dem Aufheben momentan, Alter? Das ist ja übel. Nein. Okay. Also nicht so koordiniert gespielt, sagen wir es mal so. Ja, es kommt halt drauf an, wenn du weißt, was es ist, dann ist es nicht das Problem, sage ich mal so. Hallo Lehrer! Vielleicht ist der erste Down auch schon direkt drin. Das wäre sehr gut. Wir dürfen uns nur nicht genrushen lassen. Aber ein Pip war mit ihm halt wirklich schlecht jetzt, ne? Das Ding ist halt, also ich bin jetzt so der Meinung, PlayStation geht halt nicht so schnell kaputt, ne? Das ist halt... Oh, hi, Maria. Maria, Maria. Oh ja. Maria, Maria, komm zurück zu mir. Wir haben den ersten Gen verloren. Und das ist nicht so geil. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Ja, es ist schon hardcore teuer, Alter. Das ist echt nicht normal. Also, ich finde das... Verpiss dich, Sable. What the hell, Junge? What? Was denn los mit dir? Aber ich persönlich habe halt auch einfach keine PlayStation. Also nicht mehr. Ich hatte auch mal eine PlayStation 4 damals. Aber wie gesagt, das ist halt... Mir hat doch die normale damals gereicht. Okay, mach mal einmal Dump. Ah, da ist Sable. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich weiß ja, dass sie nicht so schlau sind. War die Full Life? Ich weiß, dass du die Palette droppen willst. Willst du, sag ich ja. Und weißt du, was jetzt passiert? Dass ich einfach hinter dich springe. Wie gesagt, bei mir läuft alles flüssig. Also ich habe sie gesagt auf dem Handy offen. Wegen dem Mod-Modus. Damit ich halt auch alles machen kann, was ich machen will. Geh auf die rechte Seite, geh rechts rum. Mann, warum laufen die denn nicht rechts rum? Das wird halt auch nochmal so... Okay, alle drei hier? Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß im Lurk. So. Die Lara holen wir uns jetzt, komm. Wenigstens einen. Das Ding ist halt einfach... Warum sehe ich die Comments eigentlich nicht in dem Ding? Ach komm, ich habe doch gerade meine Dings gemacht. Die war auch wieder im richtigen Moment da. Ist mir egal, wir gehen trotzdem auf die Lara. Ich habe manchmal auch das Gefühl... Viel, dass sie. Ja, Sable Sheen. Da hast du aber eine von Deckel gekriegt, ja? Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlau, was sie macht, weil ich glaube, an den Gen ist Safe Call jemand. Gegenüber den Dreier-Gen ist halt. Ach, und dann hast du wieder jemanden, der die ganze Zeit nur eins macht, ne? Mit diesen scheiß Paletten. Ja, ist okay. Somit haben wir Trapper leider auch verloren, wahrscheinlich.
Du gehst weg hier. Naja. Ah. Schade. Somit haben wir aber unseren Trapper verloren. Oh Mann. Ah, Sable, das Outfit finde ich jetzt nicht so schön, aber ist okay. Einfach F für den gefallenen Bruder. Naja, ist egal. So, da wir jetzt in Bronze 4 angekommen sind, werden wir ab jetzt die Zusätze rausnehmen und werden nur noch mit der Depth Perk spielen plus die Opfergabe für die Check. Und ich würde sagen, let's go, rein da. Okay, wir müssen ein bisschen Mindplay. Ja, genau. Ein bisschen Mindgaming ist natürlich wichtig. Das ist klar. Das haben wir ja schon eben gehabt. Beziehungsweise in der anderen Folge gehabt. Wir müssen halt aufpassen, dass er jetzt nicht so weit wegkommt, weil der erste Haken ist eigentlich so der wichtigste mit uns, aber direkt so einen Schmerzensecho-Haken. Ich glaube zumindest, dass es Schmerzensecho ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Warum denken die immer alle, das ist richtig cool, das zu tun? Und? Nein. So wird das nichts, mein Engel. So wird das aber nichts. Aufpassen, hinter uns ist auf jeden Fall gerade der Jen am machen gewesen. Da müssen wir jetzt gucken. Meint ihr, der springt runter? Oh ne, da haben wir auf jeden Fall wieder den anderen. Dann ist egal jetzt. Wir müssen... Okay, die hat den noch, das ist sehr gut. Die hat den immer noch in der Hand. Ja, das war jetzt nicht so gut. Die haben halt jetzt einfach erstmal das Problem mit dem Würfel. Okay. Wir haben drei Hooks. Wir haben drei Hooks und einen Gen verloren bis jetzt. Das ist okay. Nein! Oh mein Gott, wie kann man so schlecht sein? Bruder, muss ich los. Nehmen wir ihn gleich direkt mit, wenn er da rumsteht. Den Haken haben wir dort direkt. Okay, gut, das ist sehr gut. Oh mein Gott, was hat der denn da gemacht? Nein. Einmal. Ich muss halt nur gucken, dass ich die Shack unter Kontrolle habe. Sie ist jetzt relativ erstmal. Und dann haben wir haben drei Hooks. Das ist sehr, 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 sehr stark gerade. Nein, ich habe daneben geschossen. Fuck. Gib mal eine mit, das ist egal, das ist relativ. Hauptsache, die kriegt nochmal schön eine gedonnert. Was macht diese Arena hier? Ja, das ist sehr gut. Ja, what the fuck, was machst du? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Einen richtig, richtig guten Ausblick. Er möchte das halt unbedingt, ne? Er versucht mich jetzt abzulenken, das sage ich euch so, wie es ist. Er versucht mich nur abzulenken, mehr ist es nicht. Ja, genau das ist nämlich klar. Aber ist okay, lass ihn mal machen. Wir haben vier Generatoren, er macht... Okay, das war eine gute Chain. Danke. Okay, wir haben da hinten noch ein Totem. Okay. Zarina hat auf jeden Fall den Hit kassiert, das ist gut gewesen. Und David King macht den größten Fehler seines Lebens. Geil, lieben wir. Ja, mach ruhig. Alles gut, wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben keinen Gen verloren weiter bis jetzt, das ist sehr, sehr stark. Das macht man halt einfach nicht. Geh doch einfach weiter. Wenn du nicht unbedingt sterben willst, geh. Das ist halt einfach so ein Ding, ne? Ah, ich habe immer Angst, dass der David mit seiner Taschenlampe hier angelaufen kommt, aber ne, doch nicht. Ich weiß, dass hier gerade jemand stand. Sie versucht mich nur wegzuziehen von der Shack jetzt. The box. You opened it. I came. Ja, ja, wir wissen, was du vorhast. Das ist nicht so geil, gell? Und... Okay, David King ist auch damit raus. Wo ist die Shack? Wir müssen gucken, dass wir Richtung Shack gehen. Ich glaube, die spawnt innerhalb der Shack.
Mach! Mach! Nein! 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 Scheiße, Digga! Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Oh mein fucking Gott, Alter! Nein! Ich dachte, die spawnt drinne. Fuck!